Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinen Nachrichten vom Kanal. War jetzt eine Weile lang ruhig um die Nachrichten. Ich habe ein bisschen zu tun gehabt, von wegen Tests und Prüfungen. Nein, Prüfungen habe ich überhaupt keine gehabt. Aber Tests und Protokolle korrigieren und solches Zeug. Fürchterliche Taten. Musste aber jetzt doch einmal wieder aufnehmen. Wenn man gedacht hat, ihr wollt sicherlich mein wunderschönes Antlitz wiedersehen. Gut, ich habe mir auch aufgeschrieben, was ich in etwa sagen werde. Deswegen blicke ich auch ab und an zur Seite. Zunächst einmal, diese Aufnahme kommt online am ersten Adventssonntag. Ich hoffe, ihr habt schon alle eure Weihnachtslieder geübt. Ihr habt schon alle eure Lieben eingeplant für Weihnachten und ihr seid auch schon dabei, brav und heftig Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Dieses Mal vielleicht mit Merchandising von meinem Merchandise-Shop. Yeah! Na, schauen wir mal. Das beste Angebot, das wir derzeit haben, ist im Übrigen... Das sieht man hier jetzt nicht. Ich müsste das höher halten. Die Luftgitarre. Ja, ein Link unten ist zur Luftgitarren-Weltmeisterschaft. Oder vielleicht gebe ich den Link in das Video. Vielleicht schaffe ich das. Ha, das könnte ich mal probieren. Egal. Ja, das dazu. Ihr könnt euch natürlich auch zu Weihnachten überlegen, Whoop, mehr als einen Sirup zu kaufen. Allerdings müsst ihr euch da vielleicht mit Gutscheinen begnügen, denn derzeit ist Whoop ausverkauft. Ja, so gut ist das gegangen. Anfragen über den Instagram-Account wahrscheinlich, nehme ich an. Soweit ich weiß, werden die Mädels nächstes Jahr noch mehr Whoop produzieren. Okay, hätten wir das erledigt? Ah, natürlich, ihr könntet auch noch ein Abo von Frisch gespielt verschenken. Das ist die Zeitschrift, in der ich ab und an mal den einen oder anderen Artikel schreibe. Ja. Ja, auf jeden Fall interessant. Also, wenn ihr irgendwelche Leute kennt, die Brettspiele mögen, nur zu. Gut, das wäre mal das. Zweite wichtige Sache, ich grüße die 6B, deren Test ich gerade durch habe. Tatsächlich habe ich erstaunlich wenig Alkohol gebraucht, obwohl es zumindest einer der Schüler in meinem Spruchbuch geschafft hat mit einer seiner Definitionen. Das war sehr lustig. Anyway, ich freue mich schon auf eure Eltern. Das wird sicher lustig, mit denen darüber zu sprechen, was für Sprösslinge sie doch haben. Wohlgeratene Abkömmlinge. Gut, hätte ich das gesagt, alle anderen Klassen können mir ihre Eltern natürlich auch schicken. Nicht, dass ich ihren Eltern viel über sie sagen könnte, weil wir haben ja noch keine Tests gemacht. Mal abgesehen davon, in der Oberstufe kommen die Eltern sowieso nicht mehr. Jo, und jetzt zu den wirklich wichtigen Dingen von meinen News. Und zwar gleich nachdem ich dieses Video hochlade, werde ich das letzte Video von Victoria, von meinem Victoria Let's Play hochladen. Wie ihr euch wahrscheinlich nach dem letzten Video denken könnt, habe ich es nicht mehr geschafft, Indien zu erobern, weil ich einfach keinen Krieg mehr gegen Großbritannien starten konnte. Das war echt irre. Hätte ich das noch geschafft, hätte ich auch Indien noch gekriegt. Das heißt, im Endeffekt wäre das Spiel noch, glaube ich, 2 Jahre weitergegangen, bis 1937 hätte ich einen Wiederkrieg erklären dürfen. Wäre das Spiel noch 2 Jahre weitergegangen, hätte ich ganz Indien erobert. So bleibt eine kleine poplige Provinz bei den Briten. Naja,
oder nicht einmal direkt bei den Briten, sondern als Satellitenstaat von den Briten. Die haben leider nicht revoltiert. Hätten sie revoltiert, wären sie jetzt eh auch ein Teil vom Indischen Reich. Gut. Aber da das abgeschlossen ist, beginne ich quasi in einigen Tagen mit dem ersten Video aus der Civ-Comparison. Civ-Comparison, so könnte ich es nennen. Das ist gut. Ich habe mich entschieden, in Civ 5 die Irokesen zu spielen. Wir haben ja eine Abstimmung gemacht in meiner letzten News. Tatsächlich haben, ich glaube, 6 Leute abgestimmt. 2 davon für die Irokesen, 2 für die Österreicher und jeweils einer für irgendwen, keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Einer für die Perser und einer für die, keine Ahnung. Wurscht. Auf jeden Fall, da wir 2 und 2 haben, werde ich die Irokesen spielen, weil die Österreicher habe ich schon mal gespielt in C5, Irokesen noch nie. Schauen wir mal. Die ersten 3 Aufnahmen habe ich schon gemacht von beiden Spielen. Es wird sicherlich witzig oder auch nicht. Wenn ihr Vorschläge habt für Städtenamen, bitte postet sie hier. Schon allein deswegen, weil bei Civ 2 habe ich beschlossen, als Österreicher zu spielen. Das macht bei Civ 2 keinen Unterschied, weil alle Völker gleich sind. Es gibt da keine volksspezifischen Boni oder Mali, die man haben könnte. Deswegen ist auch vollkommen egal, wie man dort spielt. Aber allein aus Flavor habe ich gesagt, ich mache dort die Österreicher. Und wenn ihr irgendwelche Städte oder Ortschaften aus Österreich habt, die ihr unbedingt einbauen wollt, also wenn irgendein Tiroler zuhört, der sich gerade über die Vorkommnisse in dem Skifahrerinternat aufregt, dann können wir sagen, wir nennen eine neue Stadt Stams zum Beispiel. Oder wenn irgendein Kärntner sagt, Klagenfurt alleine reicht mir nicht, wir wollen auch Villach drinnen haben, na dann wäre eine Stadt Villach nennen, sowas in die Richtung. In den 3 Aufnahmen habe ich schon eine Reihe von Städten gebaut. Ich halte mich da mal an die Bundeshauptstädte oder die Hauptstädte der Bundesländer zunächst einmal. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, schreibt es einfach rein und ich gebe sie in irgendeinem Update dann rein. Jo, das war's eigentlich schon. Und ich hoffe, ihr werdet einen Spaß haben mit meiner letzten Victoria-Aufnahme. Und dann ein paar Tage später mit meiner ersten Civ-Comparison. 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 Klingt wirklich gut. Oh ja, bis dann.